Prayer Session. Prayer Worship Community. Erstmal sehr cool, dass ihr alle da seid. Ich freue mich richtig, weil wer es noch nicht weiß, ich bin der Ralf, 20 Jahre alt. Und zurzeit bin ich für 9 Monate in Salzburg in der Home Mission Base und da darf ich die Jüngerschaftsschule mal zusammen mit dem Jakob am Cajon und Nadine dahinter. Genau, und deswegen freue ich mich richtig, dass ich hier sein darf und jetzt sehe darf, wie viele da sind. Genau, und wenn ich eins in Salzburg gelernt habe, dann ist, wie wichtig Icebreaker sind. Deswegen habe ich mir meine Mutter geschnappt und habe mit der zusammen einen Icebreaker natürlich passend zum Thema dreht. Und ich hoffe, dass ihr am Ende alle wisst, um was heute gehen wird. Genau, Film ab. Ja, passt. Das ist natürlich auf keinen Fall gegen Lektorinnen oder so, sondern damit wollte ich nur so ein bisschen darstellen, wie ich manchmal das Gefühl habe, wenn man Fürbitte hört als Christ, dann denkt man meistens erstens an Gottesdienst, wie da über Fürbitte abläuft. Und ich finde, da hat man schon manchmal so das Gefühl, dass die Leute gar nicht so recht wissen, um was man gerade bittet hat, sondern der eine schläft dann noch halb und sagt so, wer bittet denn? Und weiß eigentlich gar nicht, um was es ging. Heute möchte ich euch aber zeigen, wie Fürbitte noch aussehen kann, was dahinter steckt. Und ich finde, dafür müssen wir erstmal den Begriff angucken, was Fürbitte überhaupt heißt. Darin steht im Katechismus der katholischen Kirche, für alle, die es nicht wissen, das ist so das Lehrbuch der Kirche, kann man sagen, da steht halt die Lehre drin. Und da heißt, das fürbittende Gebet besteht im Bitten zugunsten anderer. Es kennt keine Grenzen und erstreckt sich auch auf Feinde. Heißt, wir können ja entweder für uns bitten, das nennt man ein Bittgebet, oder man bittet zugunsten von anderen. Heißt, eigentlich hat man davon selber nichts und man profitiert davon nicht, sondern man bittet zugunsten von jemand anderes, dass dem seine Bitte aber erhört wird. Ich finde aber nur ein bisschen banaler ist einfach, wenn man das Wort mal umdreht, dann wird aus Fürbitte Bitte für und ich finde, es sagt auch schon genau das im Kern aus, aber dass man eine Bitte für jemand anders ausspricht. Die lateinische Übersetzung intercedere finde ich aber auch ganz cool, das heißt dazwischen gehen. Ich finde, da kann man bildlich sprechen quasi, man stellt uns zwischen Gott und den, für den wir bittet und baut dann so eine Brücke zwischen denen. Heißt, durch die Fürbitte baut man quasi eine Brücke, über die dann Gott handeln kann. Ganz krass, was ich im Home mitnehmen durfte, ist, dass quasi Gott von unserem Bitten abhängig ist. Das konnte ich, oder das habe ich eigentlich nie so gesehen, aber da gibt es in einer Bibelstelle, Jakobus 4,2 heißt die, und da heißt es, ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Und ich finde, da hört man es eben raus, wenn wir nicht bittet, dann kann Gott nicht handeln oder er handelt nicht. Und ich finde, das ist eine riesige Verantwortung natürlich für uns gesalbte Christen, wenn wir uns das mal überlegen, dass quasi Gott, der so groß und so allmächtig ist, sich von uns Menschen abhängig macht, so uns gesalbte Christen, was das eben für eine Verantwortung ist. Da gibt es das Wort Interdependenz, heißt es, der Fachbegriff, und das heißt freiwillige gegenseitige Abhängigkeit. Heißt, Gott hat sich freiwillig von uns abhängig gemacht, dass wir quasi ihn darum bitten, dass er wirkt und wir sind natürlich von ihm abhängig, dass er aber auch Wunder tun kann und wirklich allmächtig ist. Warum hat er uns diese, diese Verantwortung, aber auch die Abhängigkeit geschenkt? Ich finde, da gibt es ein Stichwort, und das, dass Gott eben ein Gentleman ist und es wirklich liebt und Beziehung braucht. Ja, Gott ist ein Gentleman. Denn ein Gentleman, der geht nur so weit, wie man ihn darum bittet. Heißt, der überschreitet keine Grenze. Und so ist auch Gott. Er möchte nicht einfach wie ein Marionettenspieler oben sein und uns irgendwie leiten und so, wie es ihm gerade passt, sondern er macht sich davon uns abhängig, dass wir ihn darum bittet, bevor er handelt. Allerdings können wir dann eben mit Gott zusammen echt die Weltgeschichte verändern. Ich finde, das ist eine Sache, was wir uns echt oft einreden lassen, so, was kann ich schon erreichen, ich mit meinem kleinen Gebet, ich bin ja nur so ein kleiner Christ, aber das ist genau da, wo eben der Widersacher in uns reinkommt
uns das einreden will, weil er eben weiß, was für eine Macht wirklich die Fürbitte hat und da dann natürlich Angst kriegt. Weil wir reden uns eben ein, wir sind zu klein, aber der Kern davon ist, dass eigentlich alles, was wir machen müssen, ist zu bitten. Und ich finde, das muss man sich klar machen. Alles, was wir tun müssen, ist zu bitten. Gott ist der, wo dann am Ende wirkt und der dann am Ende allmächtig ist. Natürlich können wir aus unserer Kraft keinen Krieg beenden oder andere große Sachen, aber wenn wir wirklich Gott darum bittet und Gott ist allmächtig, der kann alles machen, dann erhört er unser Gebet auch und für Gott ist nichts unmöglich. Allerdings muss ich dazu natürlich auch sagen, dass Gott jetzt zwar jedes Gebet von uns hört, aber vielleicht nicht jedes Gebet erhören wird. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Zum Beispiel könnte einer sein, falsche Motive und fehlendes Vertrauen in unserem Fürbittgebet. In Jakobus 4,3 steht dazu, ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in eurer Leidenschaft zu verschwenden. Heißt, in dem Punkt könnte man zum Beispiel mal überprüfen, warum bringe ich gerade die Fürbitte vor Gott? Will ich vielleicht nur selber davon profitieren? Will ich sie zu meinem Gunst haben und vielleicht sogar habe böse Absichten dahinter, dann wird Gott die wahrscheinlich eher nicht erhören, genauso fehlendes Vertrauen, dass man eben wirklich auf Gott vertraut, dass er unser Helfer ist und unser Heiland, weil so machen wir ihn auch offen, dass er wirklich wirken kann. Genauso Wille Gottes ist noch ein Punkt, dass da vielleicht ein Widerspruch damit ist, heißt vielleicht drauf gucken, hey, was sagt Gott eigentlich zu dem Thema? Widerspricht es vielleicht seiner Natur oder seinem Charakter, dass Gott zum Beispiel grundsätzlich positiv ist und wenn mir dann irgendwas ihn bittet, wo dann eigentlich was Negatives dahinter ist, dann wird es Gott vielleicht nicht erhören. Und ich finde, da muss man dann auch ein Stück weit auf Gott vertrauen, dass er wirklich einen perfekten Plan für unser Leben hat. Denn Gott hat für jeden von uns hier einen perfekten Plan. Und dann kann es auch mal sein, wenn mir ihn jetzt um was bittet, was so vollkommen in die andere Richtung geht und eigentlich voll weg von ihm, dass er da dann eben vielleicht auch nicht sofort Handler wird. Da dürfen wir dann voll darauf vertrauen, dass er vielleicht auch vor allem den richtigen Zeitpunkt kennt, um unsere Bitte zu erhören. Oder dass er uns davor vor irgendwas schützen möchte. Also zum Beispiel ein Beispiel, als ich mit der Musik zum Beispiel angefangen habe ich natürlich, also ich war 13 oder so, wo ich angefangen habe auf YouTube und dann dachte ich mir natürlich so, boah, wie cool wäre das von heute auf morgen plötzlich berühmt, ihr müsst kein Studium mehr machen, keine Ausbildung, das wäre doch der Hammer, Jesus regelt. Aber jetzt so im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, wenn es jetzt zum Beispiel so gelaufen wäre, dann wäre ich jetzt nie in die Jüngerschaftsschule gekommen, wo ich jetzt wirklich mich voll ganz neu kennenlernen darf, aber vor allem auch Gott und die Beziehung zu Gott und wäre wahrscheinlich auch nicht aufs Gymi gegangen, hätte auch nicht den Jakob kennengelernt oder jetzt auch Nadine und so tolle Freunde im Glaube, von dem her, da darf jetzt im Nachhinein dankbar sein Gott, weil er eben unser ganzes Leben sieht und deswegen auch der richtige Zeitpunkt kennt, um unsere Bitte zu erhören oder ja, eben weiß, was er hört. Da müssen wir echt auf ihn vertrauen. Aber trotzdem möchte ich euch noch ein paar Tipps mitgeben für unser Fürbittgebet. Ein Tipp ist eben auf der Wille Gottes zum Hören während eurem Fürbittgebet. Heißt, ihr könntet zum Beispiel in die Stille gehen und einfach mal auf Gottes Stimme hören, was meint er eigentlich dazu. Oder in der Bibel lesen, was zu dem Thema steht. Weil manchmal steht ja eigentlich in der Bibel schon ganz klar, was Gott über bestimmte Sachen denkt. Und dann brauchen wir uns da auch gar keinen Kopf mehr machen. Zweiter Punkt ist Ehrlichkeit und Beständigkeit. Das sind zwei wichtige Punkte. Heißt, Gott möchte keine Wunschmaschine sein, wo mir einfach so ein Euro rein oder eine Fürbitte reinwerfet und dann kommt einfach so das Ding raus, sondern der wünscht sich ja Beziehungen. Dazu gehört auch, dass mir er beständig bleibt und ihn auch öfters mal darum bittet, weil das vertieft auch unser Verhältnis. Weil wenn wir in der Fürbitte sind und bei Gott sind, das tut uns auch gut, weil wir eben ja in Intimität mit Gott sind. Genauso auch Ehrlichkeit, weil er kennt auch unsere Gedanken. Und wenn mir dann natürlich ihm irgendwas vormacht, warum er die Fürbitte vorhin bringt und eigentlich einen ganz anderen Hintergrund hat, dann fühlt er sich vielleicht auch ein bisschen hintergangen und erhöht dann die Bitte vielleicht auch nicht. Und drittens ist noch eine Fürbittliste, die hat uns der Georg ans Herz gelegt und die war im ersten Moment ein bisschen ich wusste nicht, was ich davon halten soll. Aber jetzt muss ich sagen, dass ich es echt cool finde, weil da kann man sich so ein bisschen seine Fürbitte, eben ein roter Faden dann in seinem Fürbittgebet haben, und kann seine Fürbitte ein bisschen gliedern und vor allem weiß man dann auch noch, was man eigentlich bittet hat. Weil manchmal ist es so, man bittet Gott was
Und dann nach 2 Monaten ist plötzlich, also hat Gott unsere Bitte erhört und wir wissen gar nicht mehr, dass wir darum bittet haben. Deswegen finde ich so eine Liste richtig cool. Da kann man sich dann ein paar Kategorien machen. Also ich zum Beispiel habe mir die Fürbitteliste im Handy angelegt und dann kann ich die, wenn ich mal gerade 10 Minuten nichts und durch habe, dann nehme ich mir ein Anliegen und bete es durch. Und da gibt es zum Beispiel Familie, Freunde, besondere Anliegen, Kranke, Verstorbene, persönliches Bittgebet. Und da habe ich dann zu jeder Kategorie vielleicht 2, 3 Punkte, aber auch nicht mehr, weil sonst wird es irgendwann viel zu lang, wo ich dann eben durchbete und dann ist so ein cooles Gefühl, wenn man dann weiß, hey, Gott hat gewirkt und man kann einen Punkt streichen. Das ist dann natürlich richtig cool. Ja, und man merkt dann einfach, wie groß Gott ist. Eine Inspiration noch, wie man zum Beispiel mit so einer Fürbitteliste beten kann. Also ich mache es so, dass ich mir immer erst so einen privaten Raum suche. Bei uns im Home ist zum Beispiel Kapelle, da kann ich nachts hingehen, da hört mich keiner und dann mache ich laut Worship an. Auch bei euch könnte es zum Beispiel euer Zimmer sein. Und wie gesagt, mache ich dann laut Worship an. Erstens, weil Lobpreis führt uns einfach richtig ins Gebet und hilft uns auch, weil es einfach heilige Musik ist, die uns echt zum Herrn führt und uns offen macht. Und zweitens, was mir auch ein bisschen wichtig ist, ja, dass ich dann das Gefühl habe, dass mich außerhalb vom Zimmer niemand hört, wenn ich jetzt irgendwas vor mir herrede, weil es bestimmt seltsam ist. Deswegen finde ich das dann auch noch ganz erleichternd. Und dann zweitens mache ich ein kurzes Gebet immer zu Beginn, eben um mich, wo ich mir wirklich vorstelle, dass ich jetzt wirklich vor Jesus stehe, vor seinem Thron und ihm wirklich face to face begegne und ihm die Bitte bringe und eben auch, dass er mich schützt und stark macht. Dann schnappe ich eben meine Fürbitteliste und bete dann meistens Punkt für Punkt runter, je nachdem, was ich gerade auf dem Herzen habe, was ich mehr beten will und dann wirklich so frei sein, dass ihr in Dialog mit Gott kommt und deswegen hilft es auch, wenn man wirklich laut die Bitte ausspricht. Und dann natürlich nicht nur so, Jesus, ich bitte dich, erhöre bla bla bla, sondern da wirklich in Dialog kommen und sage, hey Jesus, ich komme jetzt vor dich, du kennst den oder den, du weißt, was da los ist. Und dann, dass man eben ins Gespräch kommt und das hilft dann voll, eben auch in der Beziehung zu Gott zu wachsen, obwohl man ja eigentlich mit der Fürbitte nur zugunsten anderer betet, aber man wächst auch selber in seiner Beziehung zu Gott. Ist echt cool. Und dann abschließendes Gebet ist echt wichtig, wo man eben Gott die Verantwortung dafür übergibt und sagt, hey Jesus, alles, was wir tun müssen, ist zu bitten. Und jetzt übergebe ich dir wieder die Verantwortung, dass du nach deinem Willen eben handelst. Und es hilft einem dann auch echt selber, um mit schwierigen Themen klarzukommen, dass das einen nicht selber runterzieht, sondern dass man echt sich bewusst macht, Jesus, ich übergebe dir das jetzt, du musst jetzt handeln. Und dann achtet drauf, was für Kingdom Stories daraus entsteht, weil es sind echt coole Geschichten, wo da Gott dann wirkt. Eben durch unsere Fürbitte ist doch echt was Besonderes, was mir da als gesalbte Christ der Hand. Das finde ich echt cool, weil wir können mit unserer Fürbitte echt die Weltgeschichte verändern und immer mehr für Gottes Heilsplan einstehen. Das müssen wir uns echt bewusst machen, weil, wie gesagt, wir denken immer, wir sind zu klein oder unsere Bitte bringt sowieso nichts, aber es stimmt nicht, weil alles, was wir tun müssen, ist zu bitten. Und dann spricht uns da Matthäus 7,7 echt zu, bittet, so wird euch gegeben. Gott hat es uns gesagt, also nehmt es echt als Ermutigung an. Gerade so eine Fürbitteliste finde ich echt cool, um das eben ein bisschen ein roter Faden zu haben und euch bewusst zu machen, für was ihr beten möchtet. Und dann gucket drauf, was Gott so wirkt und was für coole Kingdom Stories daraus entsteht. Halleluja.